Ich bin es nämlich auch, denn ich habe wieder was ganz Wunderbares für euch entdeckt. Den einzigartigen, wunderbaren Simsalabim! Ist das Lennart? Ja, ich mein Schatz. Übrigens, liebe Grüße von Joe, der ist in Spanien angekommen bei Hannah. Ach, wie geil. Sehr schön. Grüße. So, Schatz, ich bin eigentlich so weit fertig, dass ich Pete jetzt diese Ladies Night vorstellen kann. Er hat zwar nur gesagt, es wird ein Probelauf, aber wenn diese Ladies Night, Schatz, wenn diese Ladies Night einschlägt wie eine Bombe, dann werde ich befördert, dann verdienen wir mehr Kohle, dann werde ich Nightshift-Managerin und kann wieder Partys organisieren. Babe, du hättest schon viel früher Nightshift-Managerin werden sollen. Ja. Aber ich find's geil, dass du dich so reinhängst. Natürlich. Aber? Ja. Du brauchst Energie. Und du brauchst ein Frühstück. Schatz, ich hab die Energie, wenn ich ihm das nachher vorstelle. Aber mit meinem Frühstück hast du noch viel mehr Energie. Ja, das war ja guten Morgen. Dann können wir die Nebenkostenabrechnung einfach so zahlen. Dann können wir die Schulden tilgen, Baby. Das wird der Wahnsinn, okay? Alles klar. Lenny, die Plakate. Scheiße. Okay. Was macht sie? Miller? Okay, alles klar. Ich hab alles, okay? Ich hab alles. Ich bin jetzt ganz ruhig. Was ist denn? Schatz, da musst du keine Hantel mehr verkaufen, damit wir irgendwie uns einen Wasserpark leisten können, Baby. Okay? Ich mach das für uns. Frühstück. Setz dich hin. Komm. Für alles gut bei dir? Ja. Was machst du? Frühstück macht's jetzt. Ja, okay. Was gibt bei euch, Kids? Wir machen heute irgendwas Cooles. Ich kann heute leider nicht. Wieso? Okay. Ich hab doch meinen Kumpel, der will was aufbauen. Schrank oder so. Okay. Dann werde ich mich weiter mit Joes Boxsack vergnügen, weil ich hab versprochen, ich darf den benutzen. Okay, okay. Ihr wünscht mir viel Glück, Baby. Ich muss leider sofort los ins Matrix. Ich muss ernsthaft, du hast keine Vorstellung? Nein, ich möchte ihn nur wirklich gerne jetzt vorstellen. Okay. Ist das so in Ordnung, Schatz? Ja. Ich will jetzt was auf die Schrippe. Doch. Alles gut, ich esse die so, die wird schon schmecken. Okay, viel Glück bei... Danke, danke. Dankeschön. Komm wieder. Ja. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich finde mein Konzept für die Ladies Night ziemlich gut. Wenn ich Pete damit nicht packen kann, dann weiß ich auch nicht. Klopf, klopf. Ach, die Miller, oder? Finally, ich kann dir mein Konzept vorstellen. Hast du kurz zwei Minuten? Ich würde dich ja rausschicken, aber ist gerade, du kommst wieder rüber. Gut. Okay, pass auf. Und zwar meine Ladies Night. Ich weiß, wir hatten schon welche, aber ich habe noch mal neu kalkuliert, alles neu berechnet. Versuch mal wachzulegen. Neu berechnet. Hier sind die neuen Zahlen mit alten Zahlen. Wir kommen viel günstiger weg, obwohl wir viel mehr machen. Und viel mehr ausheben. Aber ja. Dann habe ich mir überlegt, wegen den Getränken, um die Ladies hier wieder reinzuholen, einen Willkommensdrink, vielleicht ein Prosecco oder so. Und dann die zwei Drinks hier in der Mitte haben wir zum halben Preis. Da muss man erstmal kommen. Und. Das habe ich schon als Gift gemacht, um auf Social Media Plattform Welle zu machen. Da habe ich nämlich auch schon ein Konzept für. Hast du die Aline ausgedacht, Männer? Ja, Gänsehaut. Ein paar Tage lang. Fast ein bisschen erregt, ja, unglaublich. Hier, guck mal, in Schwarz und so, ist ja Wahnsinn. Nee, hat schon. Oh, eine andere Farbe. Ja. Jetzt habe ich richtig. Warum? Meine Fresse. Beruhig dich mal kurz. Ich fasse mal kurz dein Mörderkonzept zusammen. Also, wir haben so ein bisschen Probleme, weil der Umsatz ein bisschen zurückgegangen ist. Genau. Deine Mörderidee ist natürlich, dass wir erstmal ganz viel Ausgaben tätigen und die Leute, die, sagen wir mal, sowieso nicht hergekommen sind, die kommen deswegen her, weil sie den ersten Drink umsonst haben können. Dann verpissen sie wieder, die haben diskutiert, wie sie vorher erinnern. Nee, deswegen haben wir die neuen Drinks dann mit. Und ich habe noch Lasershow und so Motto-Partys. Ja, dann erkläre ich mal kurz was. Wenn wir jetzt eine Kaffeefahrt wären, wissen wir, wo wir so Heizdeck verkaufen? Als Topping gibt es noch eine Räumersalbe. Das ist halt schön, aber mit Erotik hat gar nichts zu tun, gar nichts. Genauso wie dein Plakat. Das ist ein Plakat für Scheintrockenheit zum Beispiel, aber... Ja, aber das kann man also abändern, ne? Also ich kann Na klar. Vielleicht auch eine andere Frau, oder? Nein, Mila, nein! Pass auf, ich weiß nicht, ob dir über all die Jahre auffallen, wir sind eine Diskothek, wir sind ein Nachtclub. Echt? Krass. Das ist so ein bisschen mit, weißt du, das ist ein bisschen verrucht, da muss ein bisschen Erotik, ganz viel Erotik was sein. Ich kann mich jetzt hier gar nicht erkennen, Mila, deswegen... Lass mich doch erstmal machen, du wirst es abgelehnt, sehen. Abgelehnt, naja. Vielleicht ist es auch nicht so geil mit welchen Nachtschiffen. Vielleicht bist du das nicht mehr. Vielleicht bist du da irgendwie schon zu verbaut. Ich habe eh darüber nachgedacht, mal jemanden neu drin zu holen in den Club hier, der einen unverstellten Blick hat als Nachtschiffmanager, der einfach neue Ideen hat, weißt du, der frischer ist. Ist ja nicht schlimm. Kannst ja vielleicht. Nimm dir ein paar Stifte mal und ein Plakat oder so, aber ich kann es tun, da sind die sauer. Ich muss auch. Wisst du? Wisst ihr doch. Ja. Total. Naja. Also lehnst du es komplett ab? Naja, ich sag mal so, ja. Okay. Wenn die mich hier nicht hätten,
Ich werde es Pete schon noch zeigen, was ich drauf habe. Ich will diesen Nightshift-Manager-Job. Und? Wie sieht's aus drüben? Ja, ich muss noch Wasser auffüllen auf jeden Fall. Der eine Kühlschrank, glaube ich, der geht bald kaputt. Ja. Hier in dem einen Kühlschrank für den Piccolo Wein, wenn du magst. Ja, das fülle ich noch auf. Ja? Ich geh erstmal die andere Bahn noch checken und dann gehe ich ins Lager. Ja? Danke dir. Nur mal so eine Idee, was ist denn eine Seite für Zivildienstleister, für Pflegekräfte, für Altenheime? Machen die alle Trennkoster? Die sehen sehr verwandt aus. Vielleicht sollten die hier und da mal. Das sind keine Stripper, oder? Nur falls ich jetzt den falsch verstanden habe. Nee, die hätte ich eh nicht gebucht. Obwohl ein Plakat für die Scheintrockheit ja dann Sinn machen würde bei den Jungs. Miller, was machst du da? Ich bin auf der Suche, das ist die erste Agentur. Ich buche die eh nicht. Du hast sie gefunden. Miller, pass auf, vielleicht ist dein Engagement in allen Ehren schön, dass du nicht aufhebst, aber. Vielleicht siehst du langsam ein, dass das nicht unbedingt deine Branche ist, die du nicht mehr bedienst, weißt du? Guck mal, außerdem wäre es schön, wenn wir uns über Gäste kümmern, die wir noch haben, weißt du? Wir haben hier ein paar Leute im VIP-Bereich, die spezielle Ideen und Forderungen haben. Vielleicht kann sich mal um Tagesschiff kümmern. Ja. Das würde uns alle weiterbringen. Kümmere ich mich um die Stripper, vertraue mir mal und um die Liste kümmere ich mich auch. Vertrauen, das ist ja so eine Sache, ja. Alles gut, ich kriege das hin. Kein Problem. Ich regel das. Das ist ja meine Befürchtung. Aber bitte keine Bauarbeiter oder so. Oder alles gut. Polizisten, das hatten die alle schon mal gesehen, weißt du? Das weiß in den ich. 30ern. Als du da warst. Das ist mir schwer. Okay. Na gut. Das sieht hier gerade echt vielversprechend aus. Gibt hier in Berlin wohl doch noch einen Club mit ganz außergewöhnlichen Strippern. Den muss ich mir später mal genauer angucken. Die Jungs sind cool, krass. Mann? Habe ich irgendwas vergessen? Feiern wir deinen Geburtstag? Nein. Sondern? Ich gehe mir ein paar fremde Typen angucken, die sich für mich ausziehen. Okay, dann geht's. Cool, cool. Mein Konzept für die Ladies Night ist bei Pete einfach mal maximal beschissen angekommen. Okay. Der will mir das nicht zutrauen, der denkt, ich kann das alles nicht und ich will ihn jetzt halt vom Gegenteil überzeugen. Der hat mich halt jetzt dabei beobachtet, wie ich mir irgendwelche Stripper-Seiten angeguckt habe. Die fand er natürlich alle total öde, aber ich habe weitergeguckt. Ich habe die Goldgrube der Stripper gefunden. Ganz außergewöhnliche Typen. Und die werde ich ihm vorstellen. Du machst jetzt ein Casting oder was? Nee, die werde ich abwerben für die Ladies Night. Was? Gibt's dazu lachen? Na, inwiefern? Also, wie außergewöhnlich sind. Also, noch außergewöhnlich nackter oder so? Was? Na, so männliche Stripper. Weiß ich nicht, kann denen irgendwie nicht so wirklich was abgewinnen. Die haben halt so immer diese ganz kleinen, engen Höschen an. Und dann stecken da irgendwelche Mädels so Geld da rein. Die und Show macht's. Ja. Oder? Ja, genau die für die Hui. Was der Stripclub hat, die haben so Themenstripper. Da gibt's einen Postboten-Stripper und einen Kosmonauten-Stripper und das ist geil. Cool. Nee, ich hab noch nie was Unerotischeres gehört. Schatz, pass auf, dein Freund Lennart hat heute eh keine Zeit. Du kommst mit mir mit und überzeugst dich vom Gegenteil. Komm, wir gehen da schön gemeinsam hin. Ich hab was vor. Was denn? Das ist doch total Fenster toll. Fenster zählen. Fenster na klar. Putzen. Ja. Und andere 100 Dinge, die mir einfallen würden, die ich lieber tun würde als das. Nicht mit deiner Mama ins Stripclub gehen? Du bist in dem Szenario nicht das Problem. Boah, oh Gott, Alter. Mann. Ist nicht so weit. Okay. Aber ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Ich werde mir noch was zu essen holen und dann muss ich arbeiten danach, ja? Dann essen Döner. Mit viel Zwiebeln. Und Knoblauch und ganz ekligen Sang. Ich setze viel Spaß. Gibst du mir dann Lapdance? Ja, ja, gebe ich dir. Sehr schön. Fun. Sag mal. Na? Ich habe schon mal vor, haben wir nicht sein. Ich glaube, ja, sorry, der war für dich richtig. Bei euch war es auch Sekt. Sekt, ja. Einen Moment, ich bin sofort bei euch. Hier. Dankeschön. Okay. Ganz frech, ich gebe dir einen Tipp. Mach am besten alle Gläser hier rauf, weißt du? Dann kannst du direkt zack, zack, zack oder bereitest du schon mal vorher vor. Gib ihr doch schon mal das Glas. Danke. Du suchst jetzt zufälligerweise einen Job, weil ganz offensichtlich hier sind die Gläser. Ist das hier nicht gerade die Originalbesetzung. Ja. Weißt du, meine Barfrau ist mit dem Stripper durchgebrannt und deswegen stehe ich jetzt hier ganz alleine. Und Scheiße, okay. Wer bist du? Hey Miller, Entschuldigung, wir hatten telefoniert. Ja, ich arbeite im Matrix, deswegen richtig. Kann ich nicht hier anfangen. Ich mache eine Ladies Night und brauche einen Stripper von dir. Du wolltest mir ein Portfolio mitgeben. Ja, auf jeden Fall. Mach mal sofort. Ich muss eine ganz schnelle Moderation machen und dann machen wir das. Okay, cool. Gläser müssen auch insortiert werden, aber okay. Hallo, Ladies!
Na, seid ihr bereit? Ich bin es nämlich auch, denn ich habe wieder was ganz Wunderbares für euch entdeckt. Den einzigartigen, wunderbaren Simsalabim! Ist das Lennart? Das ist doch Lennart. Ich krieg die Tür gerade nicht zu. Was zur Hölle macht Lennart hier? Na, was sagst du zu meinem neuen Talent? Habe ich doch wirklich toll hin. Es war doch eine tolle Show, oder? Ja, ja. Also ich bin echt begeistert. Könnte ich mir den ganzen Abend anschauen. Wie hat's dir denn gefallen? Ja gut, hast du vielleicht eine Mappe für mich mit deinen Jungs, da mit dem Portfolio oder sowas? Weil ich muss jetzt auch wieder zurück in den Laden, dann würde ich mindestens mal, dann würde ich mich darauf melden. Ja, also da ist alles drin. Ich habe ja auch noch zu tun. Danke dir. Ja. Oh, Entschuldigung. Sehr geil. Amelie hat mir gleich erzählt, dass du hier strippst. Weil sie nichts davon weiß. Das ist schlecht. Müller, ich weiß jetzt wahrscheinlich, was du denkst. Warum arbeitest du überhaupt hier? Warum ziehst du dich aus? Ich mach das im Grunde genommen nur für Amelie. Amelie hat so viel Scheiße in letzter Zeit miterlebt und ihr geht so kacke und sie möchte unbedingt einen Urlaub, raus aus Berlin. Aber finanziell sieht halt bei uns beiden kacke aus. Du arbeitest doch in Matrix. Da kriege ich nicht genug Geld. Und ich möchte auch nicht, dass Amelie arbeiten geht. Und dann habe ich halt nach einem Job gesucht, habe diese Jobanzeige gefunden und da stand auch eigentlich, dass sie einen Zauberer, geschweige denn Tänzer suchen. Und da war ich hier auf der Bühne und dann habe ich halt gehört, dass ich mich ausziehen soll. Und dann hast du es trotzdem durchgezogen? Weil ich dabei an Amelie gedacht habe. Und was machst du hier? Ich bin beruflich hier, weil ich Stripper für eine Ladies Night in Matrix suche. Ja, okay, was machen wir jetzt? Also ich finde es ja ganz süß, dass du dabei an Amelie denkst, aber du musst es ihr sagen oder ich mache das. Sie wird nicht angelogen. Lennart, ihr seid gerade wieder frisch zusammen und jetzt kommst du ja, ich weiß, mit dem Geheimnis und... Genau deswegen, ich werde es dir sagen. Du brauchst dir gar nichts zu sagen. Ich werde dir alles verraten. Ich hab da dein Wort drauf. Ja, mach die Scheiße nicht nochmal. Du weißt, wie sie beim letzten Mal reagiert hat, wenn du rumlügst oder irgendwie was verheimlichst, ja? Okay, ich lüge nicht mehr. Ja? Ja. Gut, sag ihr das. Ja. Ja. Du machst das, ne? Ja. Ja. Sonst ich. Ich würde gern für dich umziehen, wenn es dir dann Sicher? Besser geht. Ja, klar. Die Wohnung ist doch top. Was gibt's denn an der auszusetzen? Du kannst ja umstreichen, wenn du willst. Oder Möbel verrücken. Ich mache das Café auch alleine und deswegen kriege ich das mit dem Podcast auch alleine. Wir haben heute einen Workshop gebucht bei Franzi. Ich muss das mal ganz kurz abchecken, ja? Ja. Na super. Die Workshops sind doch alle noch auf Franzis Mist gewachsen. Vielleicht kümmerst du dich ja weiter um die Tränke mit dieser Nightshift-Manager-Geschichte. Du bist überfordert, haben wir gerade gesehen. Der hat leider absolut gar nichts gebracht. Peter hat einfach was gegen mich. Wir funktionieren und ich meine, ich würde dir sofort das Feld überlassen.